Hält die Politik, was sie verspricht, ist heute unser Thema. Willkommen im Club. Mal gefragt, ob ihr einen Lieblingspolitiker, ich sag's jetzt mal so pauschal, habt oder irgendjemanden, der euch begeistert. Eva, was kam rein? Was ich spannend fand, war, dass viele Politiker reinkamen, die ich gar nicht kannte, deren Namen, weil das oft eben Abgeordnete sind, wo dann die Leute, die mir geschrieben haben, einen direkten Bezug dazu hatten. Zum Beispiel schreibt Maximilian Locher von Josip Juratovic, der ein ehemaliger Fließbandarbeiter bei Audi ist und inzwischen Bundestagsabgeordneter für die SPD. Und er sagt, den findet er toll, weil der einfach sehr authentisch sei. Und Max schreibt, dass man spürt, dass ihm die Meinung von Fabrikarbeitern angesichts seines Hintergrunds mindestens so wichtig ist wie irgendwelche Expertenmeinung. Erik, Authentizität, schönes Wort, ist ja immer ganz wichtig bei Politikern, aber schwer einzuhalten. Also der Josip ist da ein ganz gutes Beispiel für. Der redet, wie ihm der Mund gewachsen ist. Also der sagt auch mal mitten in der Fraktion, was redet ihr hier gerade für eine Scheiße? Also solche Dinge sagt er da. Das ist ganz spannend und damit fällt der durchaus auf.